Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zu Birgits Musikstunde. Heute spielen wir ein Lied von den großen Uhren und den kleinen Uhren. Die großen Uhren, das sind die mit den langen Noten und die kleinen Uhren sind die mit den kurzen Noten. Das Lied heißt, große Uhren machen tick-tack, tick-tack, kleine Uhren machen ticke-tacke, ticke-tacke und die kleinen Taschenuhren ticke-tacke, 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 tick. Dabei müssen wir in der dritten Zeile auch noch einmal den Finger wechseln, weil wir bis zum hohen C raufgehen. Los geht's, an die Tasten. Die erste Zeile beginnt, der Daumen liegt auf dem C. Noch einmal zum Zuhören die erste Zeile und C. Zeile auf E. Drei, einmal zum Zuhören. Drei, 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 fünf, fünf, drei, drei, fünf, fünf, drei. Nochmal zuhören, die zweite Zeile. E, 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 E. Und zweite Zeile zum Mitspielen. Drei, drei. Deshalb müssen wir, um das hohe C zu spielen, irgendwann vorher, am besten am Anfang der vierten Zeile, und die kleinen Taschenuhren. Immer wenn ich die gleichen Töne spiele, wechsle ich auf den zweiten Finger und dann habe ich wieder einen fünften für das hohe C. Ich spiele die dritte Zeile und wechsle bei dem Wort Taschenuhren. Für die kleinen Taschenuhren. Ticke-tacke, 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 tick. Nochmal zum Mitspielen, ihr wechselt auf das Wort Taschenuhren. Und die einen C-Akkord als Begleitung. 1, 2, 3, 4. Wenn ihr so weit seid zum Weiterspielen, dann nehmen wir die linke Hand dazu. Da habt ihr jetzt freie Auswahl. Ihr könnt entweder nur mit dem Ton C mit dem kleinen Finger begleiten. Das klingt so. Große
Das hört sich so an. Los, eins, zwei, drei, vier. Ich wünsche euch viel Spaß und tschüss, bis zur nächsten Musikstunde.